Hallo und herzlich willkommen im Studio Winter. Ich bin Lucrezia und gemeinsam starten wir heute in unser neues Let's Play Abenteuer Maze. Ich bin gespannt, es soll echt witzig sein, ja. Also Kumpel hat ziemlich Reklame gemacht für das Spiel, weil es sich schon mal angeschaut hat. Und von daher will ich uns auch gar nicht hier lange aufhalten. Ihr seht, es ist ein Spiel von Finnish Nine Games. Hein Haken hat die Sache, das Spiel ist auf Englisch. Also bitte seht mir nach, ich werde nicht alles eins zu eins übersetzen und sollte ich was auch gar nicht verstehen, haben wir noch ein kleines Backup, wo ich mal schnell nachschlagen kann für Wörter. Und dann schauen wir jetzt mal, was passiert. So, are you sure you want to start a new game? Ja, ich bin mir sicher, dass ich ein neues Spiel beginnen möchte, weil jetzt alte Speicherstände überschrieben werden. Aber meine Folio, meine Sammlung wird nicht betroffen sein. Ich gebe zu, ich habe nur einmal gestartet, eben wegen der Auflösung. Und der will natürlich direkt alles überschreiben. Aber das ist genau das, was wir jetzt wollen. Und los geht's. So. Das Logo ist auch irgendwie sehr cool. Mal sehen, was das dann auch tatsächlich mit Mais zu tun hat. Ich habe nur einige Bilder gesehen. Ich will euch aber auch nicht irgendwie spoilern an dieser Stelle. Na, warten wir mal ab, bis es geladen hat. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meiner Tonspur. Ich habe nämlich mittlerweile ein neues Mikro. Kumpel und ich haben uns ja etwas besser ausgestattet, nachdem wir auch das eine oder andere Video da einfach gemerkt haben, dass der Ton nicht passt. Ich hatte mir dann auch noch neue Kopfhörer beschafft sozusagen. Und dann habe ich meine Tonspur gehört und dachte so, nein, das geht ja mal gar nicht. Und dann haben wir uns darum gekümmert und deswegen hoffe ich, dass ihr mich sehr gut verstehen könnt. Und ist jetzt alles hier ein bisschen größer, aber das war einfach langsam Zeit. Ja, wir haben sonst mit so einem kleinen Raumtonmikro gearbeitet, aber das hat echt irgendwie alles, war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Und war ganz schön Ladezeit hier, ha? Bin ich gar nicht gewohnt, normal geht das viel schneller. Aber okay, je nachdem, wie das Spiel gestrickt ist, kann das ja mal länger dauern. Wie war das, wenn es mal wieder länger dauert? Gönn den Snickers. Das sollte jetzt an dieser Stelle keine Schleichwerbung sein. Wobei mir der Slogan, wenn ich hungrig bin, werde ich zur Diva, viel besser gefällt an der Stelle. Das mal erwähnt. Ja, und ansonsten geht es euch gut. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh, es geht weiter. Oh. Okay. Hört ihr was? Und ich höre nichts. Ah doch, jetzt ist Ton da. Gott. An die Szene kann ich mich jetzt nicht... So viel zum Thema Mais. Wunderbar. Okay, use WASD to walk. Okay, WASD ist klar, ne? Und die Maus, um durch die Gegend zu schauen. Da ist ein Zaun und Wasser. Dann schauen wir uns doch die Sache mal hier an. Dots. Okay, da ist so ein Ufer mit Steg. Kann ich hier was tun? Nein. So, ich muss mal ganz kurz ein kleines bisschen den Ingame-Sound leiser machen, weil sonst habe ich das Gefühl, ich würde nicht anschreien. So, jetzt klappt das hier schon besser. So, WASD. Kann ich springen? Nee, springen kann ich nicht. Okay, dann gehen wir mal los. Die Musik ist auch ein bisschen seltsam, oder? Oh, okay, also wenn ich ins Maisfeld renne, dann macht es komische Geräusche. Weil so weit bin ich eben gar nicht. Ich habe nur geguckt wegen der Auflösung, bin wieder raus. Steine. Kumpel sagte irgendwas, ich soll auf die Steine achten, aber okay. Mal sehen. Ja, oh, dieses Krascheln. Oh, das ist gar nichts für mich. Es geht schon gut los hier. Meine Güte. Ja. Verfolgt mich jemand? Nee. Okay, ich hätte mich jetzt auch, glaube ich, dafür viel zu langsam umgedreht, oder? Nee, hier ist auch nichts. So, okay, ich laufe also hier im Gras durch die Gegend. So, ja, das ist natürlich sehr gut für jemanden wie mich, der so mit Orientierung so seine Probleme hat. Wir haben schon mal einen Zaun. Da vorne kommt schon irgendein Gebäude. So, und... Okay, da steht ein Fass. Okay, was ist auf dem Fass? Da geht's zum Wasser, okay. So, was da ist. Okay, was ist das? When a pointing hand icon appears, click left mouse button to interact. Okay, also wenn ich dieses Symbol sehe, soll ich den linken Mausbutton drücken.
Sliding Panel. So, okay. Sliding war. Aha, ein glitschiges. Okay, glitschige Oberfläche quasi. Mal sehen. Glitschige Oberfläche gefällt mir aber an der Stelle noch nicht. Nee, Pamela sollte er mir nicht raussuchen. Geht schon gut los hier. Ja, okay, Feld. Ein schmieriges Feld. Aber bevor ich jetzt hier reingehe, soll ich nicht lieber da weiterlaufen, mal gucken? Oder? Nee, ich gucke mich lieber noch ein bisschen um. Aha, ein Stein. Der macht auch nichts. Bin ich immer noch allein? Ja, ich bin allein. Das war ich. So, okay. Escape oder P fürs Pausenmenü. Das brauchen wir ja im Moment nicht. Das ist dann für den Schreckmoment. Boah, krass hier mit dem Maisfeld, ne? Okay, hier kann ich links abbiegen oder rechts. Oder? Ah, ne, hier ist das Ende. Ich kann nur da lang. Okay. Hoffentlich finde ich nachher wieder zurück. Das kann ja heiter werden. So. Okay. Okay. Q zu drücken bringt rein gar nichts. Ihr wisst Bescheid. Wenn also nichts passiert und ich aus Versehen Q drücke. Oh, dieses Rascheln macht mich verrückt. Ich gehe kaputt. Hier ist er. Hä? Es geht schon gut los. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Ich. Nee, doch nicht. Ha. Entschuldigung. Sorry. Ich erschrecke von meinem eigenen Rascheln. Habt ihr es gemerkt? Puh. Aha, okay. Hier ist was Neues. Die Musik verändert sich. Okay, wir schauen mal. Können wir da? Ah. So, was ich mitnehmen kann, wird in mein Inventar gepackt. Und Geschichtsteile werden in mein Portfolio gepackt. Item added to folio, okay. Mouse wheel to pick up items from the grab icon. Okay, aufheben, was... Okay, ich kann was... Aha, ein English Muffin. Aber sonst ist hier nichts, ne? So. So, okay. Wir werden in ein paar Minuten zurück sein. Das hat ja hervorragend funktioniert. Den ersten Jumpscare haben wir auch schon hinter uns. Hier passiert nichts. Hoffentlich finde ich nachher nochmal zu diesen Dings da zurück, ne? Aber, ich gehe jetzt mal hier weiter. Was mache ich denn mit diesem Muffin? Ah, hier Welcome Note. Okay, das war jetzt mit Space, mit Leertaste. So, okay, eine Notiz und enthält, ja, so runtergeschrieben, enthält eine kleine, kurze Begrüßung. Und, okay. Dass praktisch derjenige, der die Notiz liest, sich den Snack gönnen soll und ihn genießen soll. Okay, und wir sollen die große Tür öffnen und dann wird auch dann jemand uns Hallo sagen. Okay. Ah ja. Sollen wir jetzt hier weiter oder gehe ich jetzt... Na. So, okay. Um das praktisch, was ich in der Hand habe. So, hart wie Granit, okay. So, ist weniger für den Konsum gedacht, also zum Verzehr. Im Zweifel musst du gucken, wie oft du das probierst. Das Einzige, was du dir geben wirst, dieses steinharte Ding zu essen, ist quasi Kopfschmerzen, die du dir selber verabreichst. So, was haben wir denn hier noch? Ich hätte vielleicht gerne eine Karte gehabt, aber die habe ich jetzt nicht. So, was haben wir denn hier? Ist hier noch? So, kann das was? Nein. So, hier geht's zum Windrad. Okay, so, wir irren hier ein bisschen rum. Ich weiß nicht, da ist das Haus. Ob wir nicht doch lieber zurückgehen sollen zu diesem roten Dingsbums da. So, to look at story. Ja, das habe ich gemacht. Space gedrückt. So, hier haben wir da... ich bin wieder ins Maisfeld gelaufen. Okay, das scheint diese komische Tür zu sein, wo wir eben sagten. So, da ist noch eine Figur. Okay, so. Da liegt was. Broken. Achso, eine gebrochene Krücke. Nee, Schaufel war Schaufel. Pure Indeterminate.
Ach ja, ich kann das jetzt hier so wechseln. Ah, oben sehe ich das jetzt. Okay. So, was haben wir noch? Da geht es zum Windrad, haben wir gesagt. Was ist denn hier los? Nee, ich kann aber nichts damit machen. Also, da komme ich noch nicht durch. Was war da? War das nur das Licht? Ich hoffe es, dass es nur das Licht war. So. Also Interaktion, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich hoffe nicht, dass mich da irgendwann mal was aus dem Maisfeld anspringt. Huch, die Musik. Okay, jetzt sind wir hinterm Haus. Da ist noch so ein Garten. Oder was auch immer. Kann ich das mitnehmen? Nein. Müll. Die Tür geht auf. Okay, gleich mal gucken. Das war wieder ich. Ist ja gut, raschelt doch nicht immer so. Oh. Hier, das ist auch nichts. Die Musik, die ist also der Hammer, ey. So, was haben wir hier? Geht's auf? Klick Left Mouse Button for Interact. Okay, bis. Genau. Oh. Okay, so, ich habe die Stalltür, die Tür zum Hühnerstall geöffnet. Nur sind keine Hühner da. Irgendwie. Sehe ich das richtig? Aber ein Schlüssel. Oho. Da gab es wohl einen Grund, den Hühnerstall zu öffnen. Aber sonst? Manchmal bilde ich mir ein, dass mich da aus dem Feld irgendeiner. Ah, das ist so die Wackeln, ne? Was haben wir hier noch? Gehen wir mal weiter. No matter how many times you press it. Okay. Egal wie oft wir Q drücken, es wird nichts passieren. So, was haben wir hier noch? Da ist auch noch irgendwas. Ein rostiger Nagel. Kann ich das? Ich kann nicht nehmen, ne? Ist noch befestigt. Ah, das soll. Okay, ist ein Klo. Was haben wir hier? Ein Stein. Add him to the folio. Okay. So, dieser Stein haben wir draußen gefunden, aber ich weiß nicht, wozu ich ihn habe. Ist praktisch Meteorgestein, egal wie ich es drehe und wende quasi. Und sein Name ist Chauncey. Ein Stein named Chauncey. Na gut. Ist immer noch der englische Muffin. So, aber sonst ist hier nichts. Den rostigen Nagel müssen wir uns dann vielleicht mal merken an der Stelle. Aber ich überlege jetzt echt, ob ich nicht versuche, zu diesem Dings zurückzulaufen. Ganz am Anfang, wo da dieses glitschige Feld zu drücken war. Bevor ich hier irgendwie im Durcheinander anfange. Was war da? Nix. Ist jemand da? Nein. Sicher? Ja. Okay. Ich bin von da gekommen. Wir müssen ja eh nochmal hierhin zurück. Nur aufgrund meiner Orientierung. So, gehen wir dann hier rüber wieder. Mit unserem English Muffin in der Hand. So, dann sind wir von hier gekommen. So, der Schreibtisch. Meine Güte. So. Dieses Rascheln. Ich werd verrückt. Ich überlebe das hier nicht. Oh Mann, ey. So. Kann man sterben? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich sterben kann. Ist zwar ein Point-and-Click-Adventure, aber. Ja, toll, super. Jetzt weiß ich wieder nicht, welchen Weg ich nehmen muss. Der war es nicht. Na gut. Okay, also irgendwie führt es mich dann doch irgendwie wieder dahin, wo ich hin soll. Da ist nämlich Ende. Da geht's weiter. So, da ist sie doch. Wunderbar. Dann gehen wir da nochmal hin. Dann wissen wir auch, was wir gemacht haben. So. Weil. Genau. Okay. Ah, ich kann es gar nicht öffnen. Okay, also hat sich das Thema gerade erledigt, ihr Lieben. Wir gehen zum Haus zurück. Oh Gott.
ja, ja. Es kann nur besser werden. Ah, ich muss ja echt klein sein, ne? Irgendwie. Ach, falscher Weg. Weil ich ja echt so mal so nur die Hälfte vom Mais bin, guck. Ja. Aber gut. Wir werden es vielleicht erfahren, wer oder was ich bin. Weil ihr habt ja die kleinen, die Maisstangen am Anfang des Spiels wegrennen sehen. So. Okay. Nee, dann gucken wir jetzt, wo wir hier, ob wir ins Haus gehen oder was wir tun. Der Stein war nicht zum Aufheben, nein. So. Da war ja der Klo. Und da geht's, da war es noch, ach, das zum Windrad, wo ich nicht durchgekommen bin. Okay. Dann schauen wir jetzt mal weiter. Lalala. So, dann laufen wir jetzt mal einmal ums Haus rum. Ah, da ist nämlich auch noch was. Habe ich hier noch was? Ist das? Aha, das ist auch was mit Kisten zugestellt. Großartig. Habt ihr richtig gut gemacht hier. Ihr habt wohl auch gedacht hier, ich habe sonst nichts zu tun. Mega Oranges. Okay. Aber ich komme auch nicht vorbei. Vielleicht irgendwann später. Okay. So, da. Einen Moment. Da ist wahrscheinlich. Da sind Kellerfenster. Rosen. Aua, die Musik. Geht's da rein? Nein. Was da? Da sieht man auch was. Ah, nee, da geht nur. Da! Nee. Nee, ich kann es nicht öffnen, oder? Doch, da ist doch was. Hm? Ihr habt das doch auch gesehen. Da. Aber. Hm. Aber ich kann es irgendwie nicht verwenden. Mal gucken. Was geht's hier oben rein? Also man kommt auf jeden Fall rein, weil da sind ja schon Sachen markiert. Mal oben rum. Probieren. So. Alles verbarrikadiert, aber hier die Tür. When you place, you can use an item, click. Ah, okay. So. Open Farmhouse Door. Okay, also wir sind schon mal im Haus. So. Ist aber dunkel. Aber okay. So. Da ist anscheinend noch eine Notiz für uns. Invoice for Carved Wooden Studio. Okay. So. So, eine Rechnung für eine Holzstatue. Hat mehrere hunderttausend gekostet. So. Chopping down Oak Tree. Hm, seltsam. So. Shopping. Das ist alles manchmal so ein bisschen, ja. Ja, gehackt. Okay, dafür musst du eine große alte ein großer alter Eichenbaum für praktisch gefällt werden für diese Figur, aber die Figur sehen wir hier nicht, ne? Hier ist irgendwie nur dunkel. Aber tun kann ich hier sonst auch nichts. Richtig? Richtig. Okay. Ups, wo bin ich drüber gefallen? Nirgendwo. Okay. Aber hier scheint ja auch irgendwie kein Strom zu funktionieren oder so. Ist das auch keine Notiz? Nein. Da leuchtet was. So, Nachtgefahr. A Mick Murphy Mystery. A really boring. Okay, eine wirklich langweilige Mystery-Geschichte. So. Okay, der. Gut, der Autor hatte kein Talent für solche Geschichten zu schreiben und sie veröffentlichen praktisch schon auf der Außenseite des Buches die Identität des Mörders und hat er den Rest der Geschichte damit ausgeschmückt, dass der Detektiv damit beschäftigt ist,
sich eine Hose zu kaufen. Okay. Sehr gut. Ups. Hängen geblieben irgendwo. Kann ja passieren. Ist ja nicht so schwer. So, hier ist die Küche. Genau, hier sind noch mehrere Sachen jetzt zum Anfassen. So, kann ich das mitnehmen oder benutze ich das? Was? So. Da steckt was drin. Okay. Also das ist ja so ein Wurst, so ein Drehwolf, praktisch so ein Fleischwolf. Aber machen kann ich damit noch nichts. Ich kann nicht rausziehen, was da drin steckt. Was ist mit der Kiste? Aha, okay, die Kiste habe ich jetzt einfach mal mitgenommen. Da liegt noch was. So, was ist? Broken Shot, okay, Fruit. Ah, ne, eine Obstkiste und was? Maisöl, Okay, kann ich das damit machen? So, nein. Was ist hier noch? Okay, hier hat einer ein bisschen gehortet, wie ihr seht. Was ist denn das da unten? Crash. C. Aha, ich kann mich bücken. Hä? Ach so, jetzt bücke ich mich? Jetzt nicht. Dann kann ich hier unten besser gucken, was ich tue, ja? Aber. Ah! Ein versteckter Schalter. So. Okay, ich habe eine Geheimtür geöffnet, die es weniger geheimnisvoll macht. Das war jetzt die geheime Tür. Ach, und wo soll es schon hingehen? Wo soll es schon hingehen als in den Keller?